Hi Leute, ich bin's Albert von wpaware.de und in diesem Video werfen wir einen Blick auf Windows 10 in der RTM-Version, nämlich in der Build 10240 und zwar auf einem 8 Zoll Tablet. Also es geht wirklich darum in diesem Video, wie läuft Windows 10 auf 8 Zoll Tablets, wie verhält es sich da, was ist auch der Unterschied zu Windows 8.1. Dazu habe ich auch ein zweites Tablet vorbereitet. Das hier ist das Lenovo Yoga 2 und darauf läuft eben Windows 8.1, aber dazu später mehr. Was wir hier haben, ist das Ioniq TV8, also das ist ein 8 Zoll Tablet, wie schon gesagt. Wird betrieben von einem Intel Atom Prozessor und einem Gigabyte Arbeitsspeicher. Zudem gibt es 32 GB an internem Speicher. Also der Preisbereich für dieses Gerät liegt irgendwo zwischen 90 und 110 Euro, würde ich sagen. Und wen es noch interessiert, wir hatten ein Review dazu, also ein YouTube-Video, also einfach in der Beschreibung werde ich dazu den Link hinzufügen und falls es euch interessiert, einfach mal ansehen. Jetzt geht's gleich los. Schauen wir uns als erstes mal den Microsoft Edge Browser an. Den habe ich jetzt, da habe ich jetzt eigentlich nicht viel mehr getan, als dass ich das Design jetzt auf schwarz geändert habe, weil es mir einfach persönlich so besser gefällt. Und jetzt werden mal die Informationen also von Bing bzw. von MSN geladen. Das sind also eigentlich einige Themen, die ich hinzufügen kann, aber bisher nicht gemacht habe. Und alles, was mich eben hier interessiert, wird dann hier angezeigt. Dann hier rechts oben gibt es das Hub, das heißt die Favoritenleiste. Hier gibt es die Leseliste, wo ich nie irgendwas hinzugefügt habe. Den Verlauf, wo auch irgendwie derzeit noch nichts drin ist und die Downloads. Also relativ unbenutztes Gerät, muss man auch sagen. Und ja, was das betrifft, kommt da noch einiges hinzu. Dann gibt es hier oben rechts die drei Punkte, die wir von Windows Phone schon kennen. Und was hier drin ist, ist eben neues Fenster, neues In-Private-Fenster, wo eben kein Verlauf gespeichert wird, Feedback senden und die Einstellungen. Hier können wir das Design auf hell umstellen, wenn wir möchten. Ich möchte es nicht. Hier können wir auch festlegen, dass die Favoritenleiste angezeigt wird, sowie einige Optionen haben wir hier drin. Eigentlich habe ich das Ganze schon in den verschiedenen Windows 10 Videos von uns behandelt, also hier ist eigentlich alles gleich geblieben. Und auch von Benutzererlebnis ist da eigentlich wenig Veränderung reingekommen. Also schauen wir uns gleich mal unsere Lieblingsseite an. Das sieht dann so aus, also wirklich gemütlich zum Scrollen. Funktioniert auch sehr flüssig, ist auch sehr schnell und kann man auch gemütlich hier drin herumbrowsen und der Spartan bzw. der Edge Browser ist auch wirklich sehr, 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 sehr flott und ich muss sagen, er unterstützt auch wirklich viele Dinge, die beispielsweise der Internet Explorer nicht ganz unterstützt hat. Ich habe schon einige Seiten wirklich für Windows Phone extra optimieren müssen, also das habe ich auch selber erlebt und wo eben der Spartan Browser wirklich, wirklich hervorragend ist und da auch Chrome und Safari und alle anderen Browser bei weitem schlägt, also wirklich bei, was eben HTML5-Kompatibilität betrifft. Und Navigation funktioniert auch ganz einfach, hier geht's zurück und wenn wir das X hier aufrufen wollen, einfach von oben einmal runterwischen, dann kriegen wir hier das Schließen, Kreuz eben und falls wir es einfach per Wischgeste machen wollen, dann geht das auch wie bisher. Was sich verändert hat im Vergleich zu Windows 8 und Windows 8, also eigentlich Windows 8.1, das ist, wenn man auch die App jetzt eine halbe Stunde hier unten festhält, dann wird die nicht komplett geschlossen, wie unter Windows 8.1, was für einige Verwirrung gesorgt hat, sondern die bleibt jetzt einfach so und wenn man die wieder aufmacht, dann kann man die einfach weiter fortsetzen, aber so wird die geschlossen und das endgültig, also da gibt es jetzt nicht irgendwie wie bei Windows 8.1 irgendwelche Gründe für Verwirrung, sondern das ist jetzt einfach so. Die nächste App ist Mail und da möchte ich ganz gern das alte, also das eigentlich neue Tablet vergleichen. Jetzt muss ich mich mal anmelden. Der Bildcode zur Anmeldung, der geht übrigens immer noch, aber dazu starte ich jetzt einfach mal die Mail-App und mir gefällt, um ehrlich zu sein, die neue Mail-App so viel besser im Vergleich zu der alten. Ich werde das jetzt mal so einrichten irgendwie, dass wir das beide vergleichen können. Also da ist jetzt die alte App
sehr einfach, auch sehr spartanisch, würde ich schon sagen. Und einfach hier eine Liste an Mails und was darf ich denn aufmachen? Okay, hier ist eine kleine Einladung zum Windows 10 Launch Event in Wien eben. Das ist ganz was Cooles. Und ja, die Mails sehen hier so aus, auch ganz schön dargestellt, aber es ist einfach hier bei der Outlook-App wesentlich schöner. Es ist hier bei der Outlook-App wirklich wesentlich schöner. Ich glaube, die Einladung habe ich jetzt hier gar nicht drin. Doch, habe ich hier wirklich drin. Und es ist auch hier logischer zu verwenden, würde ich mal sagen. Erinnert auch mehr an Outlook. Erinnert auch mehr an Outlook.com. Und jetzt ehrlich, dieses blöde Handy. Ja, typisch Android eben. Nervt, wenn es. Ja, sorry. Ja, es erinnert auch wirklich mehr an Outlook Online und auch an die bekannten Outlook-Apps, also an die 2013er-Version zum Beispiel, dass man hier direkt Antworten, allen Antworten weiterleiten und zum Archiv hinzufügen kann. Dann hat man für die alle weiteren Optionen hier die drei Punkte, also löschen, Kennzeichen festlegen und so weiter. Also alles, was man nicht so oft braucht. Aber bisher in der Vergangenheit muss ich sagen, bei Windows 8 habe ich diesen Antwort-Button immer wieder mit diesem Plus-Button verwechselt und habe dann einfach eine neue App, Mail geschrieben. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, okay, jetzt muss ich zurück. Dann hatte ich natürlich einen Entwurf angelegt gehabt und den musste ich dann auch löschen. Also immer wieder habe ich das erlebt, dass mir das selbst passiert ist. Und mit Windows 10 hat man das endlich irgendwie beiseite geschafft. Und die Mail-App ist wirklich eine sehr, sehr schöne und das gefällt mir persönlich auch sehr gut. Und wenn man hier auf Antworten geht, dann sieht das so aus. Erinnert dann auch ein bisschen mehr an Office, wenn das jetzt funktionieren sollte. So, okay, die ist jetzt abgeschmiert, leider. Das ist natürlich sehr toll zum Vorzeigen von einer RTM-Version. Ah, da habe ich gleich einen Entwurf. Kann ich gleich weiterschreiben. Okay, das sieht dann so aus. Eingerichtet habe ich zum Beispiel auch noch gar keine Signatur, also wirklich noch alles so, wie es am Anfang ist. Hier kann ich Formatoptionen haben, das heißt Überschriften, Standardtext und so weiter. Rückgängig geht hier auch, also das heißt am Tablet ohne nervigen Steuerung Z und so weiter und ohne Befehle, also ohne irgendwelche Befehle kennen zu müssen. Dann hier kann ich Entwürfe, also kann ich Anlagen einfügen und wenn dann das mal fokussieren würde. Und Optionen habe ich hier dann auch, das heißt Rechtschreibprüfung und so weiter und dann kann ich auch den Entwurf einfach verwerfen oder gleich senden. Und das war's auch schon. Also das ist wirklich sehr einfach und gefällt mir auch ganz gut. Das nächste hier ist der Kalender. Ja. Und der erinnert auch sehr stark an den, den wir von Windows Phone kennen, beziehungsweise auch an den, den wir von Android und iOS schon gesehen haben. Und hier haben wir einfach quasi die Monatsansicht. Können wir auch wechseln zur Tagesansicht. Das heißt hier einen Tag anzeigen oder auch gleich zwei. Das heißt, der gestrige Tag und der nächste und so weiter. Das heißt, hier sehe ich meine Geburtstage, verwende eigentlich relativ selten den Kalender. Und ab dann kommt auch schon die Wettervorhersage. Es dauert dann ein bisschen, bis die geladen ist. Und das finde ich auch sehr praktisch, dass ich dann alles an einem Ort habe. Also von den Features verändert sich sehr wenig, von dem Design her sehr viel. Und das gefällt mir auch persönlich sehr gut. Zum Beispiel haben wir hier links oben jetzt, okay, geh mal weg, das Hamburger-Menü. Da wird mir quasi eben hier die Monatsansicht angezeigt und hier kann ich einfach mal schnell durchwischen und den Monat auswählen, also den nächsten oder den vorherigen und so weiter. Also auch vom Design her sehr, sehr schön. Wenn wir hier jetzt vergleichen mit dem alten Kalender, dann haben wir hier, wo habe ich denn dann überhaupt? Ja, ganz groß. Der sieht dann so aus. Das heißt, als erstes mal eine kleine Ansicht von einer Agenda, würde ich mal sagen. Das heißt, die kommenden Ereignisse mal aufgelistet. Und hier kann ich dann zwischen den Ansichten wechseln. Gehe jetzt mal direkt auf die Monatsansicht. Und das sieht dann so aus. Alles noch sehr im Metro-Design und alles auch sehr aufwendig mit großer Typografie und mit relativ viel Verschwendung von Platz, würde ich sagen. Und hier links ist das einfach alles effizienter, also auf Windows 10 und alles auch ein bisschen schlichter gestaltet, würde ich sagen. Und das gefällt mir auch ganz gut. Dann Groove Music als ja, Ersatz für Xbox Music. Kennt auch jeder mittlerweile.
die Problematik mit Xbox Music, also einfach einmal eine gute Version und darauf folgen dann 5 schlechte. Die letzte gute war meiner Meinung nach Zune für Windows Phone. Also den habe ich wirklich hervorragend gefunden. Ab Windows 8 hat es dann irgendwie unter Windows Phone zumindest angefangen, dass es immer schlechter wird. Und unter Windows 8 jetzt am PC habe ich die Xbox Music App wirklich nicht verwendet, weil es, naja, auch nicht die beste App war, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Vergleich zum Media Player haben da viele Features gefehlt. Jetzt kann ich einfach mal hier Musik starten. Das habe ich jetzt. Das ist jetzt die Musik, die ich auf der OneDrive habe. Und die wird jetzt auch direkt synchronisiert. Funktioniert auch ganz schnell, ist mir aufgefallen. Schneller als unter Windows 10 am Phone auf jeden Fall. So, Hamburger-Menü links oben und dann hier meine Playlists, auch Künstleralben und aktuelle Wiedergabe. Die sieht dann so jetzt aus. Und ja, die Musik-App erfüllt endlich ihren Zweck. Mir gefällt sie sehr gut. Und ich glaube, das ist die Hauptsache, dass jetzt wirklich die Musik-App auch das tut, was sie soll. Erstens einmal gut aussehen und daneben auch die Funktion erfüllen, die jeder von ihr erwartet. So, das war's davon. Wetter. Da sind wir auch schon einiges gewohnt in der Windows 10. Die letzte App habe ich aber eigentlich ganz gut gefunden, finde ich. Zumindest die MSN-Wetter-App und auch jene unter Windows 8.1, also die war ganz gut. Und auch diese hier ist jetzt auch deutlich einfacher, deutlich schöner, finde ich. Alles in einem quasi Strang wird jetzt angezeigt. Da muss man jetzt nicht mehr hin und her wischen, sondern hat alles auf einen Blick. Das heißt, kann ich gleich schauen, wie das morgige Wetter so wird. Das heißt, ich kann hier gleich hin und her wischen. Ich glaube, das ist jetzt eine Wochenanzeige. Bisschen länger, bis nächsten Dienstag kriege ich jetzt das Wetter, also etwa 10 Tage. Und ich kriege da dann wirklich sämtliche Details. Also falls ich für den Montag, den 27. irgendwas geplant hätte, könnte ich auch hier gleich alles nachsehen. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang, Monduntergang, jene, die es interessiert. Niederschlagswahrscheinlichkeit, Luftfeuchtigkeit, maximale Windstärke. Also falls ich Badminton spielen will zum Beispiel, weiß ich dann auch, ob das möglich ist. Dann als nächstes haben wir hier die Karten. Zum Beispiel hier eine Temperaturkarte, also wie das Ganze so aussehen wird. Und auch gleich drunter die Legende. Und das kann ich auch gleich abspielen, ich denke, das sieht dann so aus. Also ganz gut und auch ganz funktional. Niederschlagskarte und auch ein Satellitenbild. Das heißt, hier ist dann die Niederschlagsmenge auch direkt im Bild angezeigt. Also es wird sehr, sehr trocken hier in Österreich und auch sehr schön, finde ich. Und dann historisches Wetter, also wie es bisher so war an diesem Tag. Das kann ich dann auch direkt nachschauen. Und als nächstes habe ich hier meine Lieblingsorte. Und es ist sehr interessant, dass es gerade in Kroatien genauso warm ist wie hier in Österreich. Ja, da schauen wir gleich mal weiter. Also das Wetter ist wirklich gerade etwas, was ja, manchen gefällt. Ich würde sagen, ein bisschen zu heiß ist es mir zumindest in Mitteleuropa. Ah, schauen wir weiter. Skype darf ich eigentlich noch herunterladen, weil ich es einfach noch nicht aus dem Store geholt habe. Und hier haben wir die Einstellungen. Die sehen dann so aus. Ich merke gerade, das wird ein sehr ausführliches Video. Einstellungen haben sich im Vergleich zu Windows 8.1 auch sehr, sehr verbessert. Also wenn ich es jetzt so vergleiche, Windows 8 waren die Einstellungen irgendwie, ja, ich gehe in die Einstellungs-App und werde dann bei jedem zweiten Punkt in die Systemsteuerung weitergeleitet. Und bei Windows 8.1 hat man jetzt mal die wichtigsten Einstellungen in der, also wirklich in dieser PC-Einstellungen-App drin gehabt. Und bei Windows 10 ist es jetzt so, dass die meisten Einstellungen jetzt drin sind in Windows 10, also in dieser Einstellungs-App, aber einige spezielle Dinge, beispielsweise wenn man einstellen will, wann der PC dann in den Stromsparmodus geht, für Laptops muss man immer noch bei manchen Sachen in die Systemsteuerung-App gehen, wenn man beispielsweise die Energiesparpläne konfigurieren will. Also das, finde ich, noch fehlt in Windows 10, aber wann benutzt man das wirklich als ganz normaler Verbraucher, muss man auch fragen, und ich würde sagen, eigentlich nie.
Man kann festlegen, wann der Monitor beispielsweise schlafen geht, also wann der Monitor sich ausschaltet. Das kann man jetzt einstellen, aber eben nicht, wann zum Beispiel der Prozessor auf 10% runtertakten soll, auch wenn das jetzt irgendwie ein abnormales Beispiel wäre. So viel dazu, also die Einstellungen sehen jetzt wesentlich besser aus. Im Querformat, falls ich das noch nicht ausgeschaltet habe, doch, die Rotationssperre war aus. So, im Querformat sieht das Ganze so aus. Also eine schöne Darstellung, ähnelt ein bisschen der Systemsteuerung, wo ich dann meine kleinen Unterpunkte habe mit schönen Symbolen und dann je nach irgendwie nach Logik kategorisiert sind. Und da habe ich meine Bildschirmeinstellungen, kann ich auch erweiterte Anzeigeneinstellungen aufrufen, das heißt hier die Auflösung festlegen und alles, was ich mag. Und das ist auch sehr schön, finde ich. Und die App ist einmal tatsächlich, würde ich sagen, mittlerweile gut genug für einen Ersatz von der Systemsteuerung. Also das gefällt mir ganz gut. Außerdem wurden in der Systemsteuerung jetzt manche Dinge auch entfernt. Beispielsweise gibt es jetzt das Windows-Update nur hier in den Einstellungen und nicht mehr in der Systemsteuerung. Und deswegen ist jetzt auch dieses Chaos ein bisschen weniger geworden. Und jetzt, wenn wir es schon haben, das ist jetzt das Startmenü im Querformat. Das heißt, weiterhin scrollt man nach unten und nicht mehr seitlich. Jetzt werden einfach nur die doppelte Zahl an Live-Tiles angezeigt. Das heißt, wir haben hier sechs mittlere Live-Tiles am Display. Und schauen wir gleich mal weiter. Also ansonsten gibt es wirklich nichts, was man noch sehen kann. Hier gleich auch der Internet Explorer, das wäre auch noch interessant. Das ist eben dieser alte Internet Explorer, das heißt die aktuelle Version 11. Was das Besondere daran ist, ist jetzt, dass man nicht in den Desktop gehen kann auf dem Tablet. Hier haben wir auch diesen Task Manager, das heißt also Task Switcher eigentlich. Das heißt, hier kann man klicken oder einfach von links reinziehen, dann bekommt man die aktuell offenen Programme. Und beim Internet Explorer, das ist jetzt eine Desktop-App, muss man sagen, aber man kann jetzt das Fenster nicht mehr verkleinern, beziehungsweise Vollbild wählen, sondern die Apps sind jetzt standardmäßig einfach im Vollbild geöffnet. Und das sehen wir hier, wenn wir einfach hier rechts oben draufklicken. Das ist jetzt immer so, das kann man nicht mehr verändern. Dafür ist aber ein cooles Feature hinzugekommen. Man kann jetzt diese Desktop-Apps nämlich auch so schließen wie Metro-Apps, einfach von oben nach unten ziehen. Und meiner Meinung nach besteht hierin der Vorteil, dass jetzt auch keine kleinen Programme wie beispielsweise diese YouTube-Downloader so kleine Fenster drin haben und auch diese kleinen Optionen zum Schließen wirklich nicht mehr klickbar waren unter Windows 8.1 auf solch kleinen Geräten. Und das hat man jetzt so verändert, dass man jetzt jede Desktop-App im Tablet-Modus als Vollbild angezeigt bekommt, dafür aber auch diese Gesten zum Nutzen machen, also sich zum Nutzen machen kann. So, und zum Schluss schauen wir uns noch den Windows Store an und was sich da alles noch verändert hat. So, das war jetzt die falsche App. Das war jetzt die Support Kontaktieren App. Dort bekommt ihr ein paar Tipps zu Windows 10 bzw. zu eurem aktuellen Gerät und auch dann eine Garantieerklärung, zum Beispiel bei den Lumia-Phones, die dann Microsoft eben übernimmt. So, und was haben wir denn im Store? Das heißt, ganz oben haben wir wieder die Highlights. Bei Windows 10 im Vergleich jetzt zu Windows 8 scrollt das Store jetzt einfach hier von oben nach unten und nicht mehr seitlich. Das heißt, unter Windows 8.1 hatten wir eben die Top-Apps links, die von der Redaktion empfohlen werden und dann alles weitere beim Scrollen eben hier nach rechts. Und das Einzige, was passiert, wenn man jetzt nach rechts scrollt, eben hier ist, dass man die Apps herumwischt und wechselt. Und jetzt sind auch einfach mehr, und jetzt ist auch einfach mehr Platz hinzugekommen für die Apps, die man eben anzeigen will. Das heißt, zum Beispiel haben wir hier die top kostenlosen Apps, dann die Apps mit den besten Kritiken, da ist ja unser Kollege Dr. Windows dabei. Dann haben wir die Apps für Musikfans, neuerscheinende Apps und so weiter, bis hier nach unten, wo die Sammlungen zu finden sind. Dann oben haben wir die Kategorien, also Startseite, dann als nächstes die Apps, Spiele, Musik und Filme und TV, sowie hier rechts dann die Downloads und die aktuellen Installationen. Dann das eigene Microsoft-Konto, also die bisher gekauften Apps, Einstellungen,
wo wir gleich mal reingehen werden und so weiter. Das heißt, hier kann man die Live-Kachel-Einstellungen festlegen, Infos zu der App aufrufen, App-Updates, also ob die automatisch installiert werden sollen oder eben nicht. Und dann zu guter Letzt hier die Suche. Das heißt, hier gebe ich jetzt mal einfach Facebook ein. Die Suche war ja bisher, um ehrlich zu sein, ein großes Problem unter Windows 8.1. Also ich habe zumindest selbst nie gefunden, was ich gesucht habe. Wir können es hier gleich noch mal ausprobieren. Jetzt muss ich mich mal gleich anmelden. So, das dauert jetzt ein bisschen lange. Verwunderlich lange, muss ich sagen. Also jetzt wird auf jeden Fall Facebook angezeigt, dann Facebook Pages Messenger, Social Network Explorer, also wird so eine Art Facebook-Klon sein. Und beim alten, von mir viel gehassten Store, muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mir aufgefallen, jedes Mal, wenn ich ein Tablet bekomme und ich will den Next-Gen-Reader suchen. Dann gebe ich hier Next-Gen ein, oben rechts. Also das ist jetzt hoffentlich in der Kamera zu sehen. Und ich finde Slide Puzzle Free. Und jetzt probiere ich das mal unter Windows 10. Und ich hoffe, das wird jetzt nicht Vorführeffekt-Enttäuschung sein, sondern dass ich den tatsächlich finden kann. So, jetzt gebe ich mal Next-Gen ein. Und ich hoffe, Microsoft hat da irgendwas dran verbessert. Ja, und tatsächlich, die von mir gesuchte App, die Next-Gen Reader heißt und von mir auch bereits erworben wurde, und ich muss sagen, zu den Lieblings-Apps von mir persönlich zählt, habe ich jetzt gerade nicht installiert, aber einfach weil dieses Tablet zum Testen von Builds und liegen lassen war. Und ich muss sagen, diese App finde ich unter Windows 8.1 im Store nie. Jetzt unter Windows 10 funktioniert jetzt auch die Suche endlich und das freut mich so sehr, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Und das ist ein Feature, wo ich sage, muss funktionieren, sollte auch funktionieren, tat es aber unter Windows 8.1 nicht und ist auch vielleicht ein Grund für den riesigen Misserfolg dieses Stores, wo ich beispielsweise einfach grundlegende Apps, wo ich ja, Suchergebnisse für Next-Gen und ich bekomme also wirklich gar nichts Relevantes dazu. Slide Puzzle Free, eine App mit 3 von 5 Sternen, 12 Bewertungen insgesamt und die hat absolut gar nichts mit dem zu tun, was ich gesucht habe. Also das ist wirklich, wo Windows 10 sehr viel besser wird, wo Microsoft einfach gesehen hat, da haben wir Fehler gemacht, jetzt schauen wir uns an, was man verbessern kann. Ja, und da es in diesem Video darum geht, was neu ist, kommen jetzt noch zwei Dinge, die ihr alle schon kennt, aber einfach der Richtigkeit halber hier drin sein müssen. Einerseits haben wir hier das Notification Center, wo hier die Benachrichtigungen angezeigt werden, also Info Center heißt es hier, und auch hier unten quasi die Schnelleinstellungen zu finden sind. Je nach unterstützten Sensoren, unterstützten Features des Tablets sind da einfach auch mehr Funktionen drin. Hier kann ich zum Beispiel die Helligkeit verändern, was bei diesem Tablet echt keine gute Idee ist, das runterzudrehen. Und das nächste wäre hier links unten Cortana. Was gibt es Neues? Rihannas Welthit Umbrella wurde ursprünglich für Britney Spears geschrieben. Deren Label lehnte das Stück allerdings ab. Okay. Cool, nette Info, gut zu wissen vielleicht, vielleicht auch nicht, wenn man kein Rihanna-Fan ist. Aber ja, das ist Windows 10 im Grunde auf einem 8-Zoll-Tablet. Ist jetzt auch ein schon sehr langes Video, das heißt, müsste alles gedeckt sein. Auch wenn ich weiß, jetzt ist nicht alles ganz drin, beispielsweise die Karten-App habe ich jetzt zum Beispiel nicht behandelt, aber die sieht im Grunde genauso aus wie die von Windows 10 am Smartphone. Einfach nur hochskaliert, würde ich jetzt mal sagen. Und auch ein paar kleinere Apps, wie beispielsweise die Alarm- und Wecker-App und wo auch die Weltzeituhr drin ist und einige andere Apps, die habe ich jetzt einfach auch bewusst ausgelassen, weil da könnte ich noch eine andere gute Stunde drüber reden. Vielleicht ein anderes Mal, aber ansonsten gleichen die App auch wirklich jenen von Windows Phone, das heißt einfach unsere Windows Phone Videos ansehen, dort kriegt ihr auch einen ersten Eindruck dazu. Diese Apps sollten euch aber wirklich nicht davon abhalten, zu Windows 10 zu aktualisieren. Und falls ihr noch irgendwelche Befürchtungen habt,
dann kann ich euch sagen, die Startzeiten sind in etwa so gut wie unter Windows 8.1. Vielleicht ist die Performance schon ein bisschen besser, würde ich sagen. Und mich freut es sehr, also verändert hat sich von Performance nichts, das Tablet laggt absolut gar nicht und das ist wirklich ein Gerät mit ganz günstiger Hardware, das für rund 90 Euro kürzlich erhältlich war und deswegen auch kann man sagen, Windows 10 ist bereit für die Veröffentlichung und ist auch ein sehr gutes Betriebssystem von dem, was ich zumindest jetzt bisher bemerkt habe. Und ich habe es jetzt auch auf, ich glaube, 3 oder 4 Geräten laufen, auf jeden Fall Desktop, Smartphone, Laptop und auch diesem Tablet. Ja, das war es auch schon von mir. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video so lange angehört und angesehen habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!